Mein Name ist Sebastian von Verschür, ich bin Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek und habe vor ein paar Jahren die Ausbildung in Messung zu Elektrosmog gemacht. Vor dem Hintergrund, dass das ja immer eine größere Rolle spielt. Jeder hat Elektrogeräte zu Hause natürlich zuhauf, aber inzwischen auch mobil. Und wir sind umgeben von Antennen und es gibt relativ einfache Möglichkeiten, die Belastung mit Elektrosmog zu reduzieren. Und aus der Idee ist dann diese Schülerfirma geboren. Also ich habe die Ausbildung letztlich auch mit dem Hintergedanken gemacht, das könnte ein interessantes Schülerprojekt werden, weil ich schon länger diese Idee verfolge, dass eine Schülerfirma Schülern gerade so im Alter 9., 10. Klasse bereits die Möglichkeit gibt, Erfahrungen zu sammeln, die eigentlich wichtig für das spätere Leben sind. Und wenn man das dann noch verbinden kann mit einem sinnvollen Zweck, dann ist das eigentlich doppelt gut. Meine erste Idee in der Richtung war, Kindergeburtstage auszurichten. Ich habe früher mal Kinderzirkus gemacht mit Kindern und habe dann in meiner Anfangszeit in Wandsbek auch versucht, irgendwie Schüler zu überzeugen, dass das eigentlich eine interessante und vielfältige Art ist, irgendwie Geld zu verdienen und dass man damit auch was machen kann. Aber die Schüler, die jetzt irgendwie geschickt waren in Sachen Zirkuskünste und so weiter, hatten irgendwie selber so viele Termine, dass sie letztlich da nicht für eine Schülerfirma zur Verfügung standen. Also ich habe tatsächlich die Ausbildung gemacht vor dem Hintergrund, dass ich dachte, das kann ich eigentlich gut anwenden. Das ist etwas, was in Zukunft gebraucht wird. Und vor der Diskussion jetzt von 5G kann man eigentlich sagen, das ist aktueller denn je. Denn wenn man seine persönliche Strahlenbelastung auch nur in seinem privaten Bereich reduziert, dann wird man wahrscheinlich das besser vertragen, dass der öffentliche Raum immer stärker verstrahlt ist letztlich. Die Idee war eigentlich, jeder braucht das. Das wäre also ein nachgefragtes Produkt. Es stellt sich aber heraus, dass letztlich so eine Schülerfirma auch richtig Werbung machen muss, weil jeder hat es zwar, aber keiner will es wissen. Vor allem will keiner seine Gewohnheiten verändern oder hat Angst, er müsste seine Gewohnheiten verändern, wenn er seine Strahlenbelastung reduzieren will. Die Realität ist aber, dass die Strahlenbelastung im Haushalt vom eigenen Schnurlostelefon, von dem eigenen WLAN und sogar von den Elektroleitungen, also zum Beispiel von der Nachttischlampe unter Umständen stärker ist als das, was man jetzt irgendwie von seinem Smartphone abbekommt. Zumal, wenn man es vielleicht mit Headset nutzt. Also das ist natürlich unbedingt der Tipp. Abstand schützt, sowohl bei Kabel als auch bei allen anderen Elektrogeräten. Ein entscheidender Faktor ist natürlich, intelligent zu nutzen. Das heißt, wenn man mobile Daten braucht, dann stellt man sie an. Wenn man sie nicht braucht, stellt man sie aus. Man hat so viele Apps auf einem Smartphone, dass sie sich dauernd aktualisieren, dass man also dauernd nochmal einen Aufruf vom Smartphone zur Antenne hat. Wir haben ja hier Antennen im Hintergrund, sodass wir irgendwie verstehen können, dass die allgegenwärtig sind. Und wenn man sein eigenes Gerät aber so einstellt, dass es nur, sage ich mal, so im Sekundentakt dann Kontakt zur Antenne aufnimmt, dann kann man seine Strahlenbelastung eigentlich schon um das 100-fache reduzieren. Also intelligent nutzen, mobile Daten abstellen, wenn man es nicht braucht, WLAN abstellen, wenn man es nicht braucht. Und das gilt natürlich auch für zu Hause. Wenn man WLAN nicht braucht, sollte man es ausstellen und da kann man schon viel machen. Also typisch Waldorf ist an der Stelle vielleicht nur, dass man in der zumindest Elternschaft einer Waldorfschule mehr bewusste und vielleicht auch kritische Menschen hat in Bezug auf Elektrosmog und Strahlung. Das färbt natürlich auch auf die Schüler ab, dass sie die Möglichkeit haben, überhaupt so ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln. Aber was ich letztlich dabei gelernt habe, ist, dass es auch eine Art von intelligenter Nutzung von Technik ist. Und die ist natürlich unabhängig von dem Waldorf-Gedanken, die würde an der Staatsschule genauso funktionieren. Waldorf 100 ist einfach die Gelegenheit zu wissen, dass man eine tragfähige Tradition hat und dass man vor diesem Hintergrund eigentlich mutig sein kann, für die nächsten 100 Jahre auch vielleicht Sachen anders anzupacken, neu anzupacken
Und dabei habe ich den Eindruck, dass das, was wir an Möglichkeiten und Impulsen haben für Waldorfpädagogik, dass wir das noch viel stärker ausleben könnten, viel künstlerischer, technisch vielfältiger und letztlich den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das ist unser Thema und das wird es auch für die nächsten Jahre unbedingt bleiben.